Fashion Insight. Wie sieht die Zukunft des Modehandels aus? Das Motto des diesjährigen Branchentags Mode, gemeinsam organisiert von der DHBW Stuttgart und dem Handelsverband Baden-Württemberg. Kernthema ist der wachsende Online-Markt mit bisher immerhin 40 Milliarden Umsatz pro Jahr. Namhafte Experten aus der Branche präsentieren aktuelle Forschungsergebnisse und Möglichkeiten, wie der Einzelhändler die Kunden im stationären Handel halten kann. Die Gäste, Einzelhändler und Handelsstudierende der DHBW Stuttgart diskutieren mit. Deutlich wird, dass Einzelhändler klare Maßnahmen ergreifen müssen, wenn sie wieder Marktanteile aus dem Online-Bereich zurückerobern möchten oder zumindest behalten wollen. Also wesentlich ist sicherlich, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu gehört, seine Wünsche zu erfüllen, Ware, Sortiment und besser zu werden in der Kommunikation mit dem Kunden. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass man eben erkennt, was macht mich persönlich eigentlich aus. Und das sollte erstmal die Aufgabe sein von vielen Händlern, weil das wissen die immer noch nicht. So ist zumindest meine Erfahrung. Ein Einkaufserlebnis kann ja einerseits schon vor dem Laden beginnen und andererseits geht es nach dem Laden weiter. Und das ist, glaube ich, das Spannende, woran wir in Zukunft auch von der wissenschaftlichen Seite noch arbeiten müssen. Was sind da die richtigen Konzepte, um letztendlich den Kreis zu schließen und die Kunden über einen längeren Zeitraum hin zu begeistern? Auch die Studierenden selbst sind auf der Bühne als Experten präsent. Als junge Kunden, die den Einzelhändlern ihre Erfahrungen und Wünsche mit auf den Weg geben. Und sie machen deutlich, dass der stationäre Handel für sie durchaus noch einen großen Stellenwert hat. Stationär ist einfach das Erlebnis, dass man sagt, es geht nicht nur darum, dass ich die Ware oder das, was ich haben will, am Ende habe, sondern auch, dass ich hingehe, das Erlebnis ist, dass ich unterwegs bin, dass ich Leute treffe, dass ich Freunde treffe, das noch mit Essen gehen oder Kino, was auch immer, verbinden kann. Viele neue Impulse nehmen Gäste wie auch Experten mit nach Hause. Und für die DHBW Stuttgart als auch den Handelsverband bietet die gemeinsame Veranstaltung auch noch andere Vorteile. Die Kooperation mit der Dualen Hochschule ist insofern logisch für uns, weil wir immer mehr Betriebe haben, die solche Leute suchen, die eine Ausbildung haben. Man hat selten mal die Chance, auch so hochkarätige Leute aus den diversen Branchen persönlich zu treffen und auch sich mit denen über Themen auszutauschen. Wieder einmal gehen an der DHBW Stuttgart Praxis und Theorie Hand in Hand.